Guten Morgen, ja, besser gesagt, gute Nacht, ihr Fruchtzwerge. Domination Tipps. Ich bin wieder zurück. Was zum Teufel? Hier fahren gerade irgendwelche Dorfjugendlichen mit dem Bollerwagen bei mir vom Fenster vorbei. Übelst am Grölen. Der Bollerwagen hört sich an, als hätte der viereckige Räder. Gut, wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Ich wollte zuerst für euch eine neue Let's Farm-Episode raushauen. Allerdings ist mir die letzte Let's Farm-Episode so sehr auf den Sack gegangen. Gar nicht mal die Episode selbst, sondern vielmehr der Upload. Habt ihr vielleicht mitbekommen, das hat über 7 Stunden gedauert und immer wieder abgebrochen. Und hat mir die letzten Nerven gekostet. Daher habe ich mich entschieden, heute einfach das deutschsprachige Äquivalent zum Sniper Tower Video zu machen, das ich schon auf Englisch präsentiert habe. Bei uns in der Allianz auch liebevolle Schnipperturm, also auf Össisch, auf Ossi-Dialekt, Scharfschützenturm genannt, werde ich gleich ein paar oder versuchen nahezu alle Informationen, die mir vorliegen und alle Erfahrungen, die ich schon mit dem Verteidigungsgebäude gesammelt habe, an euch preiszugeben. Ich habe ein paar Defensivlogs für euch vorbereitet, an denen man zeigen kann, wie der Scharfschützenturm arbeitet. Und wir werden der Reihe nach ein paar Daten durchgehen. Unter anderem werden wir die Wirkweise klären, also welche Vor- und Nachteile der Scharfschützenturm hat. Dann reden wir über die Verfügbarkeit, die Upgrade-Stufen, die jeweiligen oder individuellen Werte des Scharfschützenturms, derzeitig verfügbare Forschungen, optische Unterschiede, also wie man den Sniper-Turm letzten Endes unterscheiden kann, welche Stufe der hat beim Gegner und zur Einschätzung werde ich Relationen ziehen zu zu zeitalterspezifischen Truppen, um zu zeigen, wie viele Schüsse jetzt jeweils notwendig sind von einem Scharfschützenturm, um bestimmte Einheiten zu töten, sodass ihr einschätzen könnt, wie gefährlich letzten Endes ein Sniper-Turm für euren Angriff ist. Zuletzt kommen wir dann noch zu Defensivlogs und zu Empfehlungen meinerseits, wie man den Scharfschützenturm am besten platziert oder wie man ihn am besten auch nicht platziert, damit er in seiner Basis eine optimale Wirkweise entfalten kann. Kurzes Basis-Update, ich weiß gar nicht, ob ihr da alle im Bilde seid. Vielleicht interessiert es euch auch nicht, mir egal. Ich gebe auf jeden Fall denjenigen, die es interessiert, ein Basis-Update. Und zwar haben wir hier ein paar Verteidigungsgebäude, die ich gerade upgrade. Derzeit sind das meine Türme, weil ich nur noch Redouten und Türme upgraden muss. Danach bin ich soweit fertig, bis auf die Garnisonen, aber die sind irrelevant. Ein Turm wird morgen früh fertig, der andere morgen irgendwann tagsüber und der letzte dann am darauffolgenden Tag. Ich farm gerade ein bisschen Gold zusammen, werde glaube ich gleich ein Mauerstück hochmachen und je nachdem wie gut es läuft mit 4 Millionen Gold aufgehen. Dann morgen früh direkt den nächsten Turm anstecken. Ich habe einen Bewohner extra freigelassen, indem ich ein Vierergebäude genommen habe, aber nur 3 Leute in den Wald gesteckt habe. Der Wald unter anderem kostet mich jetzt über 12 Tage, der nächste Wald 14 Tage und ich habe das blöde Gefühl, es wird am Ende auf knapp einen Monat hinauslaufen für das letzte Stück Wald, was natürlich Schmerzfall ist. Auf jeden Fall, meine Leute, wenn die aus der Uni rauskommen bei Leonardo da Vinci, werde ich sie Universitätstrefferpunkte, das ist so eine Bullshit-Forschung, aber ich muss es halt machen, um hier hinzukommen, Artillerietrefferpunkte, werde ich allerdings, sobald die Leute morgen Abend raus sind, 5 Stück benutzen, um hier den Artillerieschaden zu erforschen, worauf ich sehr, sehr hinarbeite. Soweit zum Update. Wir sind auch wieder im Weltkrieg und diesmal haben wir wieder eine schwerere Allianz erwischt. Ist eine gut bekannte alte Allianz von uns, gegen die wir schon mehrmals gekämpft haben. Russ Nations. Wir haben 6 Atomzeitalter-Spieler dabei und sehr biestige Layouts, unter anderem auch verbotene Stadt-Layouts. Ich habe hier schon wieder meinen Tannenbaum am Leuchten. Ihr seht, ich habe alle Koalitionen an und es wird auf jeden Fall ein harter Weltkrieg. Kommen wir ganz grundsätzlich erstmal zum Scharfschützenturm. Der Scharfschützenturm ist ein Gebäude, das schaltet ihr ab dem Industriezeitalter frei, wo ihr dann auch genau einen Scharfschützenturm bauen könnt. Die Wirkweise des Scharfschützenturms wird sehr gut visualisiert anhand der Grafik, wenn ich ihn jetzt gerade hier aufklicke. Und da seht ihr schon, der Radius des Scharfschützenturms ist enorm viel größer als der aller anderen Verteidigungsgebäude. Und zwar ist der Radius 14 enorm groß. Allerdings ist das Problem, dass der Scharfschützenturm ebenso wie unsere Mörser einen Blindspot oder einen blinden Punkt um ihn drumherum hat. Wenn wir beim Mörser einmal schauen, ist dieser blinde Punkt 3 Felder groß. Beim Scharfschützenturm selbst ist der Radius des Kreises, in dem der Scharfschützenturm nicht wirken kann, allerdings 4 Felder groß. Und das bedeutet, dass es sehr eingeschränkt ist, wenn Feinde in direkte Nähe des Scharfschützenturms kommen. Daher schlussfolgern auch gleich meine Empfehlungen ganz am Ende des Videos, wie ihr den Scharfschützenturm am besten platzieren solltet. Unter anderem Wirkweise des Scharfschützenturms ist es, dadurch, dass er so eine große Reichweite hat, er visiert nicht das erstmögliche Ziel an, das in seinem Radius ist, sondern er visiert immer das Ziel an, das in der größten Reichweite, auf Englisch heißt es furthest, also das am weitesten entfernte Ziel visiert er an. Dazu habe ich gleich noch eine Grafik und ein paar Devlogs, quasi, die ich euch zeigen kann.
Hier ist meine Grafik für euch. Da seht ihr erstmal rechts den Sniper Tower und hier seht ihr die Wirkweise. Und zwar seht ihr den ganzen Haufen von Truppen und auch eingezeichnet den Radius des Scharfschützenturms oder auch die Reichweite des Scharfschützenturms. Und ihr seht, sämtliche Truppen bleiben unberührt, weil die Heilkarren, und das ist gerade das Blöde, als letzte Einheiten auftreten. Heilkarren halten sich hinter euren oder hinter den gegnerischen Truppen auf und bilden sozusagen die Nachhut. Dementsprechend sind sie immer die am weitesten entfernten Einheiten und damit prädestinierte Ziele für den Scharfschützenturm, was den Scharfschützenturm sehr, sehr biestig macht, aber auch sehr stark in der Verteidigung. Hier seht ihr anhand des Beispiels, der Scharfschützenturm würde in diesem Fall gerade den feindlichen Heilkarren anschießen, da dieser gerade in Reichweite kommt und die letzte in Reichweite befindliche Einheit ist. Gehen wir mal weiter zu den Upgrade-Stufen. Wir waren noch bei der Verfügbarkeit, muss ich noch kurz nachholen. Verfügbarkeit im Industriezeitalter gibt es einen, im globalen Zeitalter einen zweiten und im Atomzeitalter sogar einen dritten Turm, was die Möglichkeiten der verteidigungstechnischen Nutzens natürlich enorm erhöhen, dadurch, dass wir die mehr Scharfschützenturm auch besser in der Basis platzieren können. Upgrade-Stufen. Derzeitig ist mir nur bekannt, dass man im Industriezeitalter den Scharfschützenturm bauen, einmal upgraden, im globalen Zeitalter einmal, zweimal upgraden und im Atomzeitalter nicht ein einziges Mal upgraden kann. Mir liegen keine Werte fürs Atomzeitalter vor. Stand 24.12.2016, 0 Uhr nachts nahezu. Sollten da andere Werte vorliegen oder ich mich vielleicht geirrt haben, bitte um Korrektur im Kommentar, in der Kommentarsektion. Aufgrund der Tatsache, dass ich aber keine Werte fürs Atomzeitalter gefunden habe, gehe ich davon aus, dass es derzeitig noch keine Implementierung gibt, dass man den Scharfschützenturm im AZA, Atomzeitalter, aufrüsten kann. Daher werden wir auch alle Vergleiche gleich nur mit Industrie- und globalen Zeitaltertruppen ziehen. Genau, gehen wir auf die Upgrade-Stufen selbst ein. Der Scharfschützenturm, wenn man ihn baut, also zuallererst mal auf meine Tabelle Age, seht ihr, das relativ eindeutig und selbsterklärend. Hier vorne sind alle Zeitalter gelistet. Dann seht ihr oben in der Spalte D per Sec, D per Shot und HP. Könnt ihr, glaube ich, auch alle selbst herleiten. Das hier sind DPS oder SPS im Deutschen, Damage oder Schaden pro Sekunde. Das hier ist Damage oder Schaden pro Schuss und das hier sind HP. Warum untergliedere ich das Ganze in Damage per Second und Damage per Shot? DPS ist ein Wert, den die Entwickler, also quasi Nexon, ins Spiel eingeführt haben, um Verteidigungsgebäude miteinander vergleichbar zu machen. Es gibt nämlich Reduten, die besonders die eine höhere Kadenz haben und somit schneller schießen als zum Beispiel ein Mörser. Also kann man die sehr unterschiedlich und nur sehr schwer miteinander vergleichen. Wenn man jetzt eine Relation dazwischen zieht und quasi einführt, wie viel Schaden machen diese Gebäude im Schnitt pro Sekunde, kann man sie sehr viel besser miteinander vergleichen. Problem im Scharfschützenturm ist, der schießt nur alle 3 Sekunden. Bedeutet letzten Endes, dieses Damage per Second ist sehr irreführend, weil 90 Schaden ist sehr wenig und er teilt in der Tat sehr viel mehr Schaden aus. Und dadurch, dass er nur alle 3 Sekunden schießt, bedeutet das, dass er pro Schuss den dreifachen Schaden seiner Damage per Second hat. Sollte einleuchtend sein, werde ich an der Stelle nicht weiter erklären. HP sind die Hitpoints. Wir sehen, wenn er gebaut wird und einmal abgegradet wird, bekommt er nur 100 zusätzliche Hitpoints. Sobald man ihn im globalen Zeitalter aber zweimal aufrüstet, bekommt er jeweils 200 zusätzliche Hitpoints, was ihn im Mittelfeld der Verteidigungsgebäude liegen lässt. Er hat nicht sonderlich viel, aber auch nicht sonderlich wenig Hitpoints. Bei den Damage per Shot oder bei den beim Schadensschuss, den er hat, ist ganz interessant zu beobachten, dass der anfangs auch sehr gering steigt und im globalen Zeitalter dann zwei etwas größere Sprünge macht. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, wie stark das jetzt letzten Endes für eure Truppen ist, wenn ihr auf einen feindlichen Scharfschützenturm trefft. Also wie viel Angst man davor haben muss. Gerade in meiner Allianz habe ich mitbekommen, dass Spieler sich teilweise sehr davor fürchten, das teilweise aber unbegründet ist. So, da wir gerade noch bei der Tabelle sind, ziehen wir die Einschätzung doch einfach mal vor. Fernkämpfer im Spiel, wir reden jetzt von Industrie- bis globalen Zeitalter-Fernkämpfern, können 345 bis 450 HP haben, abhängig davon, auf welcher Stufe eure Fernkämpfer sind und ob ihr die 30% HP-Forschung in der Universität, also die 10x3% Stufen, bereits erfolgreich gemeistert habt. Gehen wir jetzt mal vom Schwächsten, vom Schwachen aus, einem normalen Industriezeitalter-Fernkämpfer. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe meine Werte genommen. Sprich, der 10% HP-Boost vom Versailles ist auch nochmal drin. Ich denke, normalerweise, es könnte sogar sein, dass Industriezeitalter-Fernkämpfer nur 310 HP haben. Das bedeutet, ein voll aufgerüsteter globaler Zeitalterturm könnte tatsächlich pro Schuss einen Fernkämpfer töten. Ich gehe jetzt allerdings von den Werten aus, wenn man einen Versailles besitzt und dann ist der Minimumwert für einen Fernkämpfer im Industriezeitalter 345. Gehen wir nun davon aus, sehen wir, dass kein Scharfschützenturm, wenn kein Segen oder keine Koalition aktiv ist, einen Fernkämpfer auf einen Schuss töten kann. Bedeutet, maximum alle 6 Sekunden kann der Scharfschützenturm euch einen Fernkämpfer rausnehmen, es sei denn, die Fernkämpfer sind schon vorab geschädigt. Das bedeutet letzten Endes, dass der Scharfschützenturm nicht in der Lage ist, euch eine große Menge an Truppen innerhalb von kurzer Zeit rauszunehmen. Und man
von der Warte her wenig Angst haben muss. Gehen wir aber mal zu den Heilkarren. Heilkarren haben 600 bis 700 Hitpoints. Wieder das Versailles mit reingerechnet. Wenn das Versailles nicht mit drin ist, müssten Scharfschützentürme irgendwas 540 bis 630 Hitpoints oder so haben. Auf jeden Fall massig viel. Letzten Endes führt das dazu, dass kein Scharfschützenturm mit einem Schuss einen Heilkarren rausnehmen kann. Im Gegenteil, ein Heilkarren braucht er zwei. Im Worst Case, oder wenn der feindliche Scharfschützenturm, egal auf welchem Level er ist, wenn ihr globale Zeitalter Heilkarren habt, kann der feindliche Scharfschützenturm ohne Koalition oder ohne Segen euren Heilkarren nur mit drei Schüssen rausnehmen. Das relativiert letzten Endes auch wieder, dass die Heilkarren sehr verwundbar sind dadurch. Natürlich werden sie prädestiniert angezielt, da sie immer die Einheiten sind, wie wir eben gelernt haben, die in der weitesten Entfernung stehen und somit als erstes oder auch am häufigsten von Scharfschützenturmen anvisiert werden. Aber der Scharfschützenturm braucht einige Schüsse, um sie auszuschalten. Als letztes noch Artillerie oder auch Haubitzen. Die haben wieder Versailles-Boost 756 bis 1100 HP. Bedeutet letzten Endes, hier braucht der Scharfschützenturm sogar 3 bis zu 5 Schüsse, um eine Artillerie oder eine Haubitze, je nachdem wie viel Forschung ihr betrieben habt, rauszunehmen. Die sind also relativ immun dagegen. Ihr müsst nur auf eure Heilkarren aufpassen und dann halt miteinander verrechnen. Habe ich noch Industriezeitalter Heilkarren, kann der Scharfschützenturm mit 2 Schüssen einen rausnehmen. Habe ich globale Zeitalter Heilkarren, also diese komischen LKWs, braucht er 3 Schüsse dafür. Forschungen sind derzeit keine verfügbar, sprich man kann keine zusätzlichen HP oder Schaden meines Wissens nach für den Scharfschützenturm erforschen. Dann kommen wir zu den Unterschieden, zu den optischen Unterschieden. Wie könnt ihr jetzt die Scharfschützentürme unterscheiden? Der Feind schreibt euch ja nicht dran, welche Level das sind. Da gehen wir der Reihe nach mal die Scharfschützentürme durch. Wenn ihr den Scharfschützenturm seht, oder wenn ein Feind den gebaut hat, und der hat einfach nur so ein mickriges Holzgerüst, sieht halt nach Holz aus, hellbraune Farbe, ja, also sieht nach Holz aus, dann ist es definitiv ein Level 1 Industriezeitalterturm, also mitunter sehr schwach und nahezu ungefährlich für eure Truppen, wenn ihr den jetzt nicht 100-mal schießen lasst. Seht ihr die erste Upgrade-Stufe des Scharfschützenturms, könnt ihr das, wie hier rot markiert, an den Stelzen oder auch am gesamten Gerüst des Scharfschützenturms erkennen. Was etwas, ihr könnt unter anderem entweder das Fundament betrachten. Beim Fundament seht ihr, dass die Füße des Scharfschützenturms aus Beton werden. Was ich aber mitunter einfacher finde, da man ja nicht jedes Mal reinzoomt, ist einfach zu beobachten, welche Farbe der Scharfschützenturm hat. Seht ihr, dass er nicht mehr braun ist, sondern schon schwarz, wisst ihr definitiv, es ist Stufe 2, 3 oder 4. Und dann müsst ihr einfach nur noch oben auf den Balkon schauen. Seht ihr keinen Stacheldraht, ist es Stufe 2. Sprich Industriezeitalter Maximum. Gehen wir weiter zu Stufe 3. Stufe 3 hat auch Betonfundament und ist meiner Meinung nach sehr schwer von Stufe 2 zu unterscheiden. Gerade hier könnt ihr es natürlich leicht unterscheiden, weil ich euch gerade die beiden Scharfschützenvarianten nebeneinander halte und ihr so sehr leicht Unterschiede festmachen könnt. Im Kampf selbst oder in der Erkundung des Gegners ist das aber mitunter viel schwerer. Der größte oder offensichtlichste Hinweis, den ich hier gefunden habe, ist, wenn ihr einfach auf die Reling achtet. Solange Stacheldraht oder sobald Stacheldraht oben auf dem Geländer verbracht ist, wisst ihr definitiv, es ist ein globaler Zeitalter-Sniper-Turm und es ist entweder Stufe 3 oder Stufe 4. Letzte Stufe des Sniper-Turms hat wieder Stacheldraht obendran und ist auch wieder schwierig zu erkennen. Es ist wieder ein Betonfundament da. Was ihr hier allerdings beobachten könnt, es steht eine grüne Munitionskiste am Fuß. Zudem habt ihr einen Maschendrahtzaum, der um den Scharfschützenturm gespannt ist. Und ihr habt kleine Sirenen oben auf dem Scharfschützenturm drauf. Also es gibt mitunter sehr, sehr leichte Varianten, wie man die alle voneinander kategorisieren kann. Für mich selbst ist immer die Frage, ist der Scharfschützenturm braun? Ja, dann ist er Industriezeitalter gerade erst gebaut. Nein, ist er definitiv Industriezeitalter Max oder sogar globales Zeitalter. Nächste Frage, hat der Scharfschützenturm einen Stacheldraht oben auf dem, auf der Reling drauf, da auf dem Geländer oder hat er es nicht? Nein, dann ist er Industriezeitalter Maximum. Ja, dann ist er definitiv globales Zeitalter. Steht unten noch ein Maschendrahtzaun oder sind oben noch die Sirenen dran? Nein, dann ist es globales Zeitalter erste Stufe. Ja, dann ist es definitiv globales Zeitalter gemaxt. So kann man relativ leicht die Unterschiede feststellen und somit auch kategorisieren, hey, wie gefährlich ist der Turm jetzt letzten Endes für mich? Nehmen wir diesen Angriff hier als Vergleichsvideo, um zu zeigen, wie der Scharfschützenturm letzten Endes, um es zu visualisieren. Es geht nicht um die Stärke des Angriffs, es geht lediglich darum, die Wirkweise des Scharfschützenturms zu zeigen, dass der Scharfschützenturm tatsächlich immer auf die letzten Einheiten schießt und wie sich das letzten Endes strukturiert, weil es scheißegal, aus welcher Richtung die Einheiten angreifen. Die Einheit, die als letztes in Reichweite kommt, ist genau diejenige, die immer von ihm anvisiert wird. Genau ab hier vorne, wenn die in den Fallen stehen, beginnt der Scharfschützenturm zu schießen, also etwa ab dem Radius hier.
Da fängt der Scharfschützenturm an zu schießen und immer hier hinten, die letzten Einheiten werden anvisiert. Vielleicht so, so sieht es besser aus. Genau, da schießt der Scharfschützenturm schon wieder. Jetzt ist der Heilkarren, das ist die letzte Einheit, die in Reichweite ist. Und, ne, das sind noch Einheiten dahinter. Da waren noch Einheiten dahinter, genau. Jetzt fahren die beiden Heilkarren hier oben in mein Mace-Layout rein. Jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut die Artillerie oder die Haubitzen müssten die letzte Einheit sein. Er ist natürlich jetzt mit seinen Flugzeugen drüber geflogen über den Scharfschützenturm. Mal sehen, wenn er gleich wieder schießt. Da sieht man es. Auf die Haubitzen wird geschossen. Noch ein Schuss. Ja, okay, das war jetzt meine Artillerie vom Stadtzentrum. Ich glaube, es ist aber ersichtlich geworden, was ich damit meinte und was ich damit zeigen wollte. Ist ja auch nicht sonderlich schwer zu verstehen. Es ist definitiv so, der Scharfschützenturm schießt immer auf die hinterste, gerade in Reichweite verfügbare Einheit. Kommen wir jetzt zum letzten Kapitel, zu den Empfehlungen, wie man einen Scharfschützenturm oder wie man Scharfschützentürme, besser gesagt, in seiner Basis platzieren sollte. Wie wir bereits gelernt haben, haben Scharfschützentürme eine sehr hohe Reichweite, gleichzeitig aber einen blinden Fleck direkt um sie drumherum. Daraus schlussfolgern wir, am besten aufgehoben sind unsere Scharfschützentürme nahe dem Zentrum unserer Basis, also dem Zentrum unserer Mauern, dadurch, dass die Scharfschützentürme dort am besten geschützt sind und Feinde sehr lange brauchen, um überhaupt an diesen blinden Punkt überhaupt erst reinzukommen, dass der blinde Punkt quasi keine negative Rolle mehr für uns spielt, gleichzeitig aber nahezu die komplette Basis von den Scharfschützentürmen abgedeckt wird. Soweit dazu. Anderer Punkt, gerade dann, wenn wir nicht mehr im Industrie-, sondern im globalen Zeitalter sind und somit mehr als einen Scharfschützenturm haben, wird es unter anderem noch sehr interessant, wie platziere ich nun meine Scharfschützentürme, weil zwei Stück kann ich mitunter nicht mehr im Zentrum meiner Basis unterbringen. Dazu habe ich zwei Ansätze gefunden, die beide ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile haben. Hier haben wir einen sehr offenkundigen Ansatz, und zwar hat einer meiner Allianzmitglieder, Seratul, seine beiden Scharfschützentürme direkt an eine Seite gesetzt. Das sieht auf den ersten Blick blöd aus, hat aber auch gewisse Vorteile. Nehmen wir mal an, ich hätte meine Basis so gebaut. In meinem Fall hätte ich hier vorne Platz gelassen und Fallen platziert, weil Scharfschützentürme sind essentielle Defensivgebäude, die stark sind, aber mitunter auch überschätzt werden. Bedeutet, viele Feinde sehen die Scharfschützentürme mit als große Bedrohung. Ich mitunter auch. Ich würde auch, wenn ich die Möglichkeit habe, Scharfschützentürme recht früh im Angriff rausnehmen wollen. Daher wäre es in dieser Basis sehr, sehr attraktiv, über die Mauer, sprich von der Botschaftsseite aus anzugreifen, von hier oben, um durch das Versammeln in die Mauern beide Scharfschützentürme in Reichweite zu bekommen. Ich würde jetzt hier Fallen hinlegen, und zwar ist das so, dass dadurch, dass beide Scharfschützentürme so exponiert stehen und verhältnismäßig so einfach rausgenommen werden kann, es sehr attraktiv ist für den Feind, hierüber anzugreifen, und damit steuert man den Feind, weil man quasi sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen kann, dass viele erfahrene Spieler über diese Scharfschützentürme eventuell angreifen werden. Das ist die erste Möglichkeit, versuchen den Feind zu lenken, indem man die Scharfschützentürme bewusst unsymmetrisch asymmetrisch in seiner Basis unterbringt und mit Fallen gegenkontert. Die nächste Methode sehen wir hier bei unserem Vova, der gerade wieder zurück bei seiner alten Allianz zu Besuch ist, ansonsten aber das Layout bei uns verwendet. Und zwar ist sein Ansatz nicht ganz das, was ich euch präsentieren wollte. Ich würde euch gern präsentieren, wenn dieser Scharfschützenturm gedacht hier vorne steht, also sprich als perfektes Spiegelbild. Stellt euch also einfach vor, dass der Scharfschützenturm hier vorne in der Lücke steht und dass wir somit eine perfekt symmetrische Aufstellung der Scharfschützentürme innerhalb der Mauern haben und es von keiner Seite besonders attraktiv ist, anzugreifen. Gehen wir jetzt von diesem Punkt aus, haben wir die zweite Variante. Das wäre, dass man Scharfschützentürme gewollt symmetrisch in seiner Basis unterbringt. Symmetrische Unterbringung bedeutet, dass es dem Feind letzten Endes nicht möglich ist, über die Scharfschützentürme eine besonders attraktive Seite auszumachen. Alle Seiten sind gleich attraktiv oder unattraktiv und der Feind muss andere Gebäude mit heranziehen, um zu sagen, über welche Seite er am liebsten angreift. Dadurch macht man es dem Feind schwerer anzugreifen und beschafft ihm letzten Endes ein bisschen mehr Kopfzerbrechen. Beide Versionen können im Endeffekt sehr gut sein. Vorteil bei dieser Variante ist, man hat definitiv beide Scharfschützentürme nicht direkt in Reichweite einer Sabotage, sprich man kann sie nicht gleichzeitig sabotieren. Bei diesen Scharfschützentürmen hier wäre es jetzt so, dass man sie gleichzeitig sabotieren kann mit einer Sabotage. Daher würde ich mich darum kümmern, dass sie eventuell so weit auseinander stehen, dass man sie nicht simultan sabotieren kann. Dann sind beide Ansätze, der asymmetrische, über Fallen gespickte Vorgang oder die Wahlweise der Scharfschützenturmposition, als auch die symmetrische Weise, sehr, sehr effektiv. Ich mache jetzt noch mein nächstes Mauerstückchen hoch, dann gehe ich wahrscheinlich pennen, das Video werde ich dann über Nacht für euch hochladen. Ich hoffe, ich habe soweit alle Informationen erwähnt. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, wie immer, nach unten in die Kommentar-Section damit. Wir sehen uns bald wieder. Domination-Tipps.